Herzlich willkommen zurück zu Elden Ring. Ja, wir sind immer noch an diesem wunderschönen Fäulnissee. Und ja, ich bin immer noch sehr unmotiviert, mir dieses Elend hier anzugucken, der große Kreuzgang. Das ist alles sehr giftig und unangenehm. Jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich da überhaupt runterkomme. Ich glaube hier, das sieht gut aus. Da liegt ein goldener Tausendfüßler. Jetzt muss ich gucken, wie ich noch weiter runterkomme. Hä, wie kommt man denn da rüber? Ich kann mir vorstellen, dass man von oben sich da irgendwie auf der anderen Seite droppen lassen kann. Weil ich bezweifle, dass ich da rüberspringen kann. Ja gut, jetzt sowieso nicht mehr. Ich kann hier meine Asche beschwören. Die beten hier irgendwas an. Oh, sehen die mich? Sind ganz schön viel. Ja. Der eine sieht mich. Der andere nicht. Dem kann ich vielleicht auf den Kopf springen. Nein! Oh nein! Wie dumm! Stirb du mal bitte. Und die Suppe will ich nicht, deswegen gehe ich erstmal zu dem da drüben. Okay, und der lässt mich schon in Ruhe, das ist sehr gut. Ja. Dann schauen wir mal. Irgendwie habe ich das Gefühl, der wird nicht herkommen, aber der wird herkommen. Da hole ich mir erstmal den. Nein, bleib an Land. So richtig provokant ist der da jetzt reingesprungen, der kleine Penner. Mir fällt aber gerade mal ein, ich wollte mal gucken, was ich da jetzt für Zauber ausgerüstet habe. Ich glaube, der eine, der hier, ja, mit dem kann ich nämlich die Scharlachfäule wegmachen. Ja. Jetzt kann ich nämlich einfach hingehen und den Effekt entfernen. Und das finde ich super. Ja gut. Ich hätte auch erst noch vorgehen können. Mit den ganzen Kram holen. Oh nein. Was zur Hölle? Ist es wieder so ein komisches... den hatten wir doch als Boss. So ein Baumwesen. So ein widerlicher Seuchengeist. Irgend sowas hieß er doch, oder? Ist er hier auch ein Boss? Oder ein normaler Gegner? Ah, sieh mal einer an. Eine
Goldene Rune, Stufe 10. So, ja, aber was mache ich jetzt mit dem Vieh? Soll ich den bekämpfen? Ich würde ihn schon gerne besiegen, so aus Prinzip. Hey! Sind das hier die Standardgegner? Die haben ja Hände da vorne hängen. Ich habe die ganze Zeit, ich habe am immer gedacht, es wären irgendwelche Tentakel oder Fühler oder sowas. Gibt es einen Grund, warum ich das Vieh töten sollte? Da ist auch kein Bossbalken gekommen. Das heißt, theoretisch zählt er nicht mal als Boss. Ich meine, ich habe hier direkt eine Gnade. Wenn ihr der Meinung seid, der sollte besiegt werden aus irgendeinem Grund, könnt ihr mir das sehr gerne mal sagen? Da vorne sind so viele von denen. Sollte ich meine Asche dafür beschwören? Ich kann doch einfach hier runter. Ich muss sie, glaube ich, gar nicht töten. Ich meine, die Items da hinten habe ich. Da liegt noch eins. Wenn ich jetzt warte, bis sie weit genug weg sind. Den kann ich mir ja holen. So, da haben wir nämlich das. Na, jetzt laufen die so langsam. Schon mal eine goldene Rune. Jetzt gehe ich einfach mal hier lang. Und bleibe auch einfach auf der Seite. Vorerst. Sehen die mich? Nein. Und dann gucken wir mal. Ich kann doch im Leben nicht einfach an denen vorbeilaufen. Ob da schon ein Boss drin ist, den die anbeten? Wie weit kommt ihr noch hierher? Oder stellen die sich da jetzt gleich dazu? Ne, jetzt drehen sie um. Wenn ich Glück habe, sind die alle abgelenkt genug, dass ich einen nach dem anderen töten kann. Das hatten wir ja auch schon mal, dass sie irgendwas angebetet haben und gar nicht mitgekriegt haben, dass ich hinten dran ihre Kollegen umgehauen habe. Aber da will ich mich jetzt auch nicht drauf verlassen, dass es hier funktioniert. Ich probiere es einmal, einfach nur, dass ich Bescheid weiß, was hier Sache ist.
Ich könnte auch hier links lang. Ich gucke einfach mal, was passiert. Oh nein. Okay, das hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Die da vorne kommen aber auch schon wieder. Deswegen sollte ich mich hier vielleicht ein bisschen beeilen. Da vorne steht ein Sarg. Bringt der mich auch wieder irgendwo hin? Ja, so ist das. Ich glaube, dafür beschwöre ich mir meine Asche. Das muss ich mir nicht unnötig komplizierter machen, als es ist. Die laufen jetzt los. Komme ich von hier aus darunter? Na, ich muss ja gar darunter, da ist ja gar kein Item. So, die lasse ich mal weglaufen, bevor ich runtergehe. Boah, das sind fiese Gegner, so als Standardgegner. Wenn man hier und da mal gegen die kämpft, okay, ist das eine Sache. Aber in der Menge sind das richtig miese Gegner. So, ein Stück noch. Habt ihr nicht mitgekriegt, sehr gut. So. So, auf geht's. Nein, lass mich sofort in Ruhe. Ich schicke einfach meine Asche alleine da rein. Der kommt halt offensichtlich besser mit denen klar als ich. Naja. Nein. Oh nein. Ich habe mir ja schon gedacht, dass das Gebiet ätzend wird, aber nicht jetzt schon. Und nicht nur wegen den normalen Gegnern, die hier sind. Ah, jetzt ist er schon getriggert. Ich weiß, dass es jetzt ein bisschen nervig ist, die jedes Mal hier vorbeilaufen zu lassen. Der da unten macht das Ganze auch mit dem Bogen. Ist vielleicht auch gar nicht so dumm. So.
Nein, 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 nein. Boah, eben habe ich schon ein bisschen Angst bekommen. So, auf ein neues. Wenn es jetzt ganz schief läuft, hau ich einfach ab und lass es die Imitator-Träne machen. Okay. War noch gar kein Problem. Mensch. Was soll denn der ganze Aufriss hier? Das Ganze machen wir jetzt nochmal bei dem. Guck mal, wie das auf einmal geht. Seuchenkleve. Was soll denn ihre Waffe? Ein Fächerdolche. So, bringt mich dieser Sarg jetzt auch irgendwo hin? Ja, tatsächlich. Aber bevor ich das mache... Fall jetzt bloß nicht da runter, Kollege. Bevor ich das mache, will ich erstmal gucken, ob hier noch eine Gnade irgendwo ist. Zu der ich mich dann unter Umständen zurückteleportieren kann. Dass ich mit dem Quatsch hier sparen kann in Zukunft. Erstmal gucken, ob hier irgendwo noch irgendwas liegt. Nee, scheinbar nicht. Ich meine, zu dem Sarg komme ich auch ohne, dass ich die Gegner bekämpfe. Ich weiß ja nicht, ob mir das hier so gefallen soll. Skorpionstachel. Okay, interessant. Ja gut, dann war es das hier aber scheinbar auch schon, ne? Dann muss ich jetzt doch zum Sarg. Ich meine, vielleicht soll das hier auch gar nicht mehr sein. Ich weiß es ja nicht. Okay, dann mal rein in den Sarg. Das ist total verrückt, wie weit es hier noch runter geht. Ich bin doch bald
am Mittelpunkt der Welt angekommen, oder? Ich will mir mal die neue Waffe angucken, den Skorpionstachel. Ach, das ist ein Dolch. Ein Dolch gefertigt aus dem Schwanz eines Riesenskorpions, glänzt nur so vor Scharlachfäule. Ketzer benutzen dieses zeremonielle Werkzeug als Waffe, das aus der Reliquie einer versiegelten fremden Gottheit hergestellt wurde. Gibt's hier tiefes Wasser? Faszinierend hier unten. Hättet ihr Bock, euch in den Steinsarg zu legen und euch dann vor einem Wasserfall runterzustürzen, der aus verseuchtem Dreckwasser besteht? Naja, also macht man nicht alles in der Welt von Elden Ring. Oh, da ist ein Boss. Hier ist ein Boss. Das ist ja sehr interessant. Okay, gucken wir doch mal, wer das ist. Ich habe noch 10 Flakons. Einfach mal gucken. Au. Ich glaube, ich muss zusehen, dass ich da hinkomme. Okay, ich mache gut Schaden. Oh nein. Ich hab hier überhaupt nicht, was hier gerade passiert, ne? Okay, am Kopf habe ich, glaube ich, deutlich mehr Schaden gemacht. Das war sehr verwirrend gerade. Moment, ich muss hier mal meine Ausrüstung. Das kam mal raus. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, der ist gut machbar. Ich habe jetzt am Anfang nicht damit gerechnet, dass er mich so abschießt. Okay. Und jetzt hin da. Oh nein. Das war natürlich genauso geplant. Hier gar nichts, ne?
tot. Doch nicht. Nein! Ich sehe teilweise überhaupt nicht, was der macht. Oh. Naja, gut. Dann, ist wieder drin, als auf die Zeit verschwenden. Was für ein unfassbar fetziger. Guck mal, das hier noch. Oh nein. Ja, ich muss den ein bisschen üben. Das größte Problem ist eigentlich, dass ich den nicht treffe. Okay, okay, okay. Meine Asche macht ihn einfach schon wieder fast alleine fertig, ne? Echo der Ausgeburt. Da ist eine Gnade. Optisch ein sehr geiler Boss. Dem sein Kopf. Also, weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt oder ob ihr das sogar schon wisst oder so. Denn sein Kopf sah aus wie diese zwei großen langen Viecher, die von der Decke gehangen haben. War das irgendwie den ihr Chef? Großer Meister oder
gehören die nicht. Doch, die gehören zusammen, sonst würden die sich nicht so ähnlich sehen. Davon bin ich fest überzeugt. Wo bringt mich dieser Nebel da vorne jetzt hin? Ich will mal kurz gucken. Hä? Moment. Wo bin ich denn? Ja, ich bin nämlich in, hier in Lyon, ja. Und mir wurde ja mal gesagt, von einer Fingerleserin war das, glaube ich, dass man noch unterirdisch nach Raya Lucaria reinkommt, in die Schule. Ist das vielleicht der alternative Weg, den man da gehen kann? Naja, das sehen wir gleich. Ich habe keine Ahnung, was ich leveln soll. Ich habe noch Speicherplätze. Ich will mal gucken, was brauche ich denn? Weisheit brauche ich für diese normalen Zauber. Soll ich mal Weisheit ein bisschen weiter leveln? Ich hätte irgendwie Lust, ein bisschen zu zaubern. Aber für diese Drachendinger brauche ich Glaube. Das ist auch Glaube. Ich mache mal ein bisschen Weisheit. Es reicht für ein Level. Oh wow. Das ist irgendwie traurig. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Naja, gut. Also theoretisch müsste ich da durch können, weil ich ja schon das Siegel von Raya Lucaria gebrochen habe. Wenn das das ist. Ohne einen Eidring kommt ihr nicht weiter. Ach, hier zieht man ja keine Ringe an. Das heißt, das muss ich mir merken, bis ich einen Eidring habe. Ich habe ein neues Echo gekriegt. Wartet mal. Aber heißt es dann jetzt auch, dass ich hier unten jetzt fertig bin? Oder gibt es da noch mehr unterirdische Bereiche? Das weiß ich nicht. So, mit den Echos kann ich doch bei der was machen, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Kraft vom Echo erhalten. Da. Ein Flegel, den das Echo von Astel 1 mit magischer Kraft erfüllte, verursacht Magieschaden und besteht aus denselben vielfarbigen Sternentrümmern wie die Ausgeburt des Abgrunds. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Das an die Great Ones von Bloodborne. Da geht es ja auch um Sterne, um Kosmos und den ganzen Kram. Ein Flegel, das heißt, es ist eine Nahkampfwaffe. Diese Kriegsasche verleiht einer Waffe die Affinität magisch und folgendes Talent. Wellen der Finsternis. Rammt die Waffe in den Boden, um 3 Wellen der Finsternis zu entfesseln. Setzt mit einem starken Angriff nach, um die Waffe in einem weiten Bogen zu schwingen. Das könnte ich mit meinem Hammer benutzen. Was brauche ich denn hier? Mehr Weisheit und mehr Geschicklichkeit. Und dafür brauche ich... Steht gar nicht dabei. Wie viel? Oh, ich hätte Bock auf diese Waffe, aber auch auf den Zauber. Ich glaube schon jetzt erstmal den Zauber. Und ich kann ja durch die Mausoleen mir nochmal ein Echo holen, dass ich mir die Waffe holen kann. Und die Waffe kann ich aktuell eh nicht benutzen. Mir fehlt auch noch 6 Geschick und 6 Weisheit. Das sind 12 Level. Das ist mittlerweile echt viel.
Und ich weiß nicht, ob ich so viel in Geschicklichkeit rein investieren will. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal den Zauber. Ja. Und vielleicht mache ich auch einen riesen Fehler damit. Da. Ach, das ist eine Kriegsasche. Ich kann das meiner Waffe einfach geben bei so einem Kriegsaschenhändler. Da gibt es gar keine Voraussetzung. Boah, ich habe so viele Kriegsaschen mittlerweile. Felsenklinge, ein Talent mit Macht über die Schwerkraft, rammt die Waffe in den Boden, um sie mit Gestein zu verstärken. Erhöht die Angriffskraft und hilft euch, die Haltung des Gegners zu brechen. Boah, ich hätte schon so... Ich weiß, ich habe es hier von Anfang an gesagt. Dass ich nach diesen Kriegsaschen gucken soll. Und ich habe es nie getan. Aber jetzt mit Radagons Schwertern kann ich da sowas benutzen? Ich glaube, ich mach sowas mal auf meinen Hammer, dass er das schon mal hat. Greta, are you here for spirit? Soll ich den mal weiter leveln? Dann wäre der fertig. Ah ne, eine brauche ich noch. Ich könnte den sogar fertig machen. Aber jetzt fehlen mir die Runen dazu. Okay, aktuell benutze ich den eh nicht, also ich werde jetzt nicht meine... Ich hab ja schon Bock, jetzt mal eine andere Waffe zu leveln. Weil die sind quasi hochgelevelt, das die Ressource, die ich dafür brauche, habe ich einfach noch nicht. Ich muss ja mal meine ganzen Waffen in Ruhe angucken. Das macht jetzt keinen Sinn, jetzt einfach random irgendwas hochzuleveln. Ich würde gerne auch noch eine normale Waffe, die jetzt keine epische Boss-Seelenwaffe ist, sage ich jetzt mal. Würde ich auch gerne noch hochleveln. Einfach, dass ich da eine coole Kriegsasche drauf machen kann. Soll ich den Anker nochmal weiter leveln? Ich mache jetzt mal eine Kriegsasche auf den Hammer und dann schauen wir mal weiter.